Äpfel, Katzenfutter, Eier, was brauche ich noch? Genau, Milch. Hallo, herzlich willkommen zurück zur Paperworld. Heute dreht sich alles ums Einkaufen, allerdings nicht um meine Feierabend-Einkaufsliste hier, sondern um das Office der Zukunft aus Sicht der Einkäufer. Mit diesem Beitrag wollen wir Ihnen wieder handfeste Tipps und einen echten Mehrwert bieten. Also, viel Spaß dabei. Was brauche ich noch? Ah, Süßigkeiten für meine Frau, genau. Was ist heute in? Was ein No-Go? Welche Produkte werden am stärksten nachgefragt? Gibt es noch Megatrends? Was muss ein Unternehmen anbieten, um Erfolg zu haben? Fragen über Fragen, denen sich Einkaufsexperten Tag für Tag stellen müssen. Wir haben für Sie mal drei Profis befragt. Johannes Peter Martin, Geschäftsführer von Kaut Bullinger, Ingo Dewitz, Vorstand des Bürorings und Michael Purper, Vorstand von Prisma. Es ist heute nicht mehr damit getan, dass ich ein neues Sortiment in den Laden aufstelle und warte, bis die Kunden kommen. Ich muss vorher reagieren, ich muss die Leute darauf aufmerksam machen, ich muss Teaser anbieten, ich muss unter Umständen Muster, Vorführung oder sonst was machen. Und dann werden diese Sachen funktionieren. In der Vergangenheit hat der Endkunde, der B2B-Gewerbekunde, sich aus dem Sortiment des Fachhändlers bedient. Heute läuft es andersrum. Der Endkunde bestimmt, was der Handel zu liefern hat. Das Thema Kombination zwischen Papier und zwischen papierlosem Büro. Das heißt, da sind die unterstützenden Systeme heute, Tablet, PCs, große Displays, um eben die Welt zwischen Online und Offline, wenn man das so sagen möchte, doch noch Papier verwenden. Es wird immer noch ausgedruckt, aber die Möglichkeit, das Ganze eben auch hochauflösend zu projizieren. Das richtige Sortiment für die Zielgruppe vor Ort zu finden, ist das Schlüsselwort. Hört sich einfach an, ist sehr komplex. Setzt voraus, dass der Händler wirklich seine Zielgruppe kennt, weiß, was die Leute interessieren, warum sie kommen. Es gibt Standards, sicherlich. Durch die Virtualisierung und Digitalisierung der Welt verändert sich natürlich vieles, auch im Anwenderverhalten. Und dem muss man natürlich Rechnungen tragen. Aber der Fachhandel ist soweit gut aufgestellt, dass er sowohl die Klaviatur spielt des klassischen PBS-Geschäfts, als auch der digitalen Welt. Ein großes Thema zurzeit ist das Thema elektronische Datenarchivierung. Wenn wir das selber nicht machen und nicht beherrschen, können wir das Kunden nicht verkaufen. Also, wir als Händler sind gefordert, die Innovationen, die Hersteller uns bieten, zunächst mal selbst zu installieren, bevor wir das dem Kunden verkaufen. Der Markt ist transparent, orientiert, informiert und der Fachhandel entsprechend das Spektrum bieten muss und dann auch noch draufsetzen muss und auch den Weg zeigen muss, wie der Einkäufer seine Prozesse optimieren kann und seine neue Produktideen noch einspielen kann. Das typische Büro ist immer noch so wie früher. So, wir benötigen einen Stift, ein Locher, Ablagesysteme und all eben diese Ordnungssysteme mit Beleuchtung, um einen sauberen und schönen Arbeitsplatz zu generieren. Wir arbeiten ganz sicherlich ohne irgendwelche Hilfsmittel, die Sie heute hier sehen. Tja, hier auf dem Handelsareal der Paperworld kann man also richtig was dazulernen. Damit wird das richtige Einkaufen zum Kinderspiel.